Herr Gauland, viele Menschen beschäftigt in diesen Wochen, was sich beim Klima tut. Es gibt Extreme, die festzustellen sind, Dürre, Hitze und die große Zahl der Klimaforscher sagt, das wird noch extremer werden. Darauf muss man sich einstellen in Zukunft mit dem Klimawandel. Wie lautet Ihr Lösungsvorschlag? Man kann keine Lösungsvorschläge bringen. Wir glauben nicht, dass das sehr viel mit dem CO2-Ausstoß durch die Industrieproduktion oder durch menschliches Tun zu tun hat. Wir hatten früher Heißzeiten, wir hatten früher kalte Zeiten, längst vor der Industrialisierung. Ja, es gibt einen Klimawandel. Dass der Mensch dazu viel beitragen kann, glaube ich nicht. Wenn Sie sich Deutschland anschauen, dann sind wir für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und wenn man das gerade den Grünen immer wieder sagt, sagen sie, ja, wir müssen Vorbild sein. Aber kein Mensch gibt also etwas auf das Vorbild Deutschland. Ihre Partei sagt ja sogar, die AfD macht Schluss mit der Klimaschutzpolitik. Klimaschutzorganisationen werden nicht mehr unterstützt. Wenn so ein Industrieland wie Deutschland das nicht mehr macht, wie sollen es dann andere machen? Wie ist das nachhaltige Politik? Also ich glaube, da ist viel Lobbyismus unterwegs. Und diese Aussage müsste man dann im Einzelnen überprüfen. Wenn ich Zweifel habe, dass der Mensch wirklich entscheidend sozusagen zur Veränderung des Klimas beiträgt, dann sind diese Organisationen auch nicht zielführend oder wirkungsmächtig. Und das ist damit ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Das heißt ja, Sie sagten mal, Ihre Partei müsse die Interessen der kleinen Leute vertreten. Nun sind es ja gerade die, um Ihre Wortwahl damals zu verwenden, die leiden unter dem Klimawandel. Es sind alte Menschen, Kleinkinder, kranke Menschen. Wie wollen Sie die schützen, wenn Sie nicht akzeptieren, was die Mehrzahl der Klimaforscher sagt, dass das menschengemacht ist? Ich kann Menschen vor einer Hitzewelle nicht schützen. Ich kann Menschen auch vor einer neuen Eiszeit nicht schützen. Das halte ich für schlichtweg nicht machbar. Von daher kann keine Partei irgendetwas anbieten. Der CO2-Ausstoß ist in Deutschland nicht zurückgegangen. Die Energiewende ist sehr viel teurer, als uns das gesagt worden ist. Sie bringt aber keine Ergebnisse und unsere Nachbarn sind gar nicht bereit, diese Art von Klimapolitik mitzumachen. Dann sollte man es bleiben lassen. Man sollte weitgehend, natürlich sollte man nicht Umweltschutz bleiben lassen, aber ich glaube nicht, dass man irgendetwas sinnvoll bewirken kann mit einer Klimapolitik.